So, wir sind wieder hier zurück bei dem Auge und bei A Story About Mayanke. Ich habe mich etwas erkundigt, wie es hier weitergeht, weil wir im letzten Part hier etwas hingen. Genau, ich darf mich nur bewegen, wenn das Auge nicht schaut, so wie jetzt zum Beispiel. Dann kann ich mich gefahrlos bewegen, aber wenn das Auge offen ist, muss ich schön stehen bleiben, kann höchstens hier noch rumgucken. So. Oh, das war jetzt nicht gut. Das war jetzt nicht gut. Aber gerade gerade noch so geschafft. So. Weiter geht's. Und jetzt das, was ich die ganze Zeit falsch gemacht habe. Wir müssen gar nicht darüber zu irgendeiner Plattform, sondern es reicht, wenn wir einfach hier unten stehen bleiben. Best if I simply sneak past him. Oh, das war jetzt. Der Sprung war jetzt nicht gut genug, aber ich weiß jetzt, wie es funktioniert und. Ups, nicht so gut. Jetzt muss das eben Gelernte nur noch richtig angewandt werden. Keine gute Zeit zum Sterben. So. Komm, mach zu. Wir wollen weiter. Und still, stehen bleiben, schön stehen bleiben. Ganz ruhig stehen bleiben. Ja, wieso denn? Wieso? Wieso wird das nichts? Ich verstehe es nicht so ganz. Stehen bleiben. Wir laden schon mal auf. Und jump. Und hier hoch. Komm, 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 stehen bleiben, Ständchen. Oh, gut. Geschafft. So, jetzt müssen wir mal hier nochmal gucken, wie das hier eigentlich gedacht ist. So, sobald das Auge jetzt wieder zumacht hier. Komm, halt dich da fest. Stell dich hin. Stehen ganz ruhig. Ich weiß nicht, ob das Auge uns noch sehen kann, aber wir wollen mal nichts riskieren. Bitte ein Checkpoint. Bitte ein Checkpoint. Ah. Ich weiß zwar nicht, ob das gerade ein Checkpoint war oder nicht, aber ich bin gerade relativ egal. Oh, das war jetzt ein bisschen strange hier gerade. Was ist denn da los? Entweder wir halten uns hier an diesem Block fest.
Ja, da haben wir's. What are you doing here? You weren't supposed to come here. Damn it. Well, I need to tell at least someone about it. A couple of years ago, I entered this portal. I started dropping down things on it. Garbage from my workshop. Failed experiments and gadgets. I thought it was great not to have to care about where it went. But after a while, it started to bug me. I tried to find out where it all went. I sent radio transmitters, GPS devices, even flares. But it all concluded in the same answer. These things didn't return to Earth. One thing I learned from this when I came here. The autobiological test subjects I created and sent here, they weren't a failure. At my young age, I couldn't really grasp what he was saying. Don't you see what I did, son? I created them. I created life. And when I came down here, I couldn't help but defend them against the creatures that lived here. They look up to me like I was their savior. And here we are, with a launch pad made from scrap metal that will only hold for one ride. But you coming here has made me realize something. I must stay here and help these people. I owe that much to them. And I owe to your parents that you get back home. If it holds for both of us, I will be right behind you and come back when I have resupplied. Okay. Sieht so aus, als könnte nur einer von uns beiden nach Hause kommen. See you down there, kid. But I have always wondered, maybe we are the ones up there. So, das heißt, wir gehen wieder zurück auf unsere Erde. Und das war's. Hier sind noch die Credits. Das sind die ganzen schwedischen Studenten, die dieses Spiel hier erstellt haben. Genau, das war's. Mein erstes Projekt, was ich zu Ende bringe, war ja auch nicht viel. Ich glaube, fünf Parts sind es jetzt geworden. Ja, fünf genau. Und ich bedanke mich fürs Zugucken. Mir hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob euch auch. And that's the way the story goes. Okay. Time to go to sleep now. Did you ever see him again? No, honey. He's still down there, helping them fight those monsters. So he's still there? Yes, they need him. And I think he needs them as well. Did that really happen? Nah, it's just a story, kid. Sweet dreams. Okay. Jetzt schicken wir Fred noch ein kleines Geschenk oder was auch immer das darstellen soll. Wenn das da rauskommt, wo wir rauskommen, gekommen sind, hat das Päckchen aber nicht viel Chancen. Außer Onkel Fred macht sich die Mühe und läuft da mal eine Runde hin. So. Genau, ich bedanke mich fürs Zugucken. Wäre schön, wenn ihr eure, ja, wie ihr es fandet, mir sagt, entweder in einem Kommentar oder in entweder einem Daumen hoch oder Daumen runter, wie auch immer. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis dann. Ciao.